Hallihallo, Hallöchen, willkommen bei Dianas Creative Escape auf meinem Kanal. War es in letzter Zeit ein bisschen ruhig. Ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich habe ordentlich Hand angelegt in den letzten zweieinhalb Wochen an meinem Josephine Wallbild, an dem Skorpion. Und wie ihr seht, es ist fertig, bis auf das letzte Kästchen. Und das werden wir gleich gemeinsam painten. Ich lüfte es einmal schon kurz. Also eine relativ große dunkle Fläche im unteren Teil und nicht ganz so viel Konfetti wie in manch anderem Areal. Stift, Pinzette. Ich painte überwiegend mit Pinzette, ab und zu fülle ich Lücken mit dem Stift, wenn ich eine Pause brauche. Aufgrund des vielen Konfettis mit oft nur ganz wenigen Steinchen pro Farbe habe ich mir ein bisschen ein kleineres Schiffchen rausgesucht. Das ist nicht das ganz kleine Standardschiffchen, das wäre dieses. Das ist nochmal ein Tick kleiner, das ist etwas größer, sodass man die Steine relativ gut schütteln kann. Ich habe meine Farben auf dem Tisch aufgebaut und zum Teil neben mir hier auf dem Sofa. Das ist das. Ich glaube, ich mache mir noch immer noch ein größeres Licht im Moment erstmal. Zumindest für den Beginn des Videos. Obwohl, ist auch nicht viel besser, glaube ich. Ne? Naja, gut. Das ist der Müll. Hält sich in Grenzen dafür, dass ich fast 72 mal 90 cm fertig habe und davon nur noch 10 mal 12 cm fehlen. Ist völlig in Ordnung. Farben habe ich von allen auch genug. Das ist so der Rest von den kleineren Farben. Also wo weniger Steinchen da waren, das brauche ich glaube ich überhaupt nicht mehr, das Symbol. Das war halt in den hellen Bereichen viel. Auch eine Farbe mit relativ wenig Steinchen aus dem hellen Bereich. Also ich habe von allen Steinchen noch da und ich denke von denen, von die ich jetzt brauchen werde, auch noch genug. Das ist zum Beispiel eines der Symbole, das relativ häufig hier in der Blume vorkommt. Mal versuchen ein bisschen. Naja, nee, es wird nichts. Muss ich erst umräumen, bevor ich reinzoomen kann. Also das kommt relativ häufig hier in den Blüten vor. Davon habe ich noch so 400 Steinchen, würde ich schätzen. Sind das bestimmt noch in der Dose. Es ist von allem genug da und es wird reichen. Bin ich mir ganz sicher. So, ich räume mein Stativ noch mal ein Stück zu der Seite rüber, damit ich euch reinzoomen kann für das Speedpainting. Dann werden wir das Ganze oder werde ich das Ganze für euch im Zeitraffer painten. Und im Anschluss lege ich mir das Bild auf den großen Wohnzimmertisch, wo ich es fixieren werde und zeige es euch noch mal im Ganzen und fixiere es mit euch, da ich diesmal nicht meine Diamond Painting Fixierung aus der Tube nehme, die halt relativ teuer ist, sondern es mal mit Baufahren mache. Funktioniert ganz genauso, sieht ganz genauso aus, das werde ich euch zeigen. Und am Ende kommt das Bild in einen Bilderrahmen, maßgeschneidert in der Größe 72,5 x 90,5 cm, damit von dem Rand nicht ganz so viel verloren geht. Da habe ich mich wie bei den Kristallherzen auch für einen Bilderrahmen ohne Verglasung entschieden, sondern nur mit Hinterwand. Ich klebe es mit doppelseitigem Klebeband auf die Hinterwand und gebe es dann in den Rahmen. Also wer das nachsehen möchte, wie ich das gemacht habe, kann es bei den Kristallherzen beim Finish gerne nachschauen sozusagen. Das werde ich euch nicht nochmal zeigen, sondern nur ein Bild vom Ergebnis. Ich hole mir noch einen Kaffee, räume hier nochmal ein bisschen um. Und dann sehen wir uns gleich beim Speedpainting. Viel Spaß dabei. Bis später.
ist fertig. Ich zeige es euch einmal. Da ist es. Okay, jetzt mache ich einmal das Handy in den Stativ, ins Stativ und dann geht's weiter. So, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich habe euch das Bild im Ganzen gezeigt. Ich habe schon mal gecheckt, dass ich nirgendwo eine Lücke übersehen habe. Falls ich irgendwo noch einen ploppenden Stein finde, habe ich Werkzeug. Ansonsten werde ich das Bild jetzt einmal mit Sakrotan mit Desinfektionstüchern reinigen. Kann man auch jedes andere Feuchttuch nehmen. Einfach nur, weil ich jetzt doch 3 Monate lang dran gearbeitet habe, falls irgendwo was an Verschmutzung sitzt. Man das vielleicht doch nochmal mit erwischt. Ja, so ein bisschen, was ist da am Tuch? Das ist jetzt nicht viel, aber... Das gehört einmal dazu. So. Bildreinigung. Dann ist hier der Latex-Bindemittel-Baufahren. Das war schon einmal offen. Deswegen das Gummiband rum, dass es nicht versehentlich einer am Deckel anfasst. Einmal schön schütteln oder umrühren geht natürlich genauso. Dann benutze ich wieder diesen Schaumstoffpinsel zum Fixieren. Und bevor es losgeht, löse ich einmal die verbliebene Abdeckfolie um das Bild herum. Ich habe jetzt einfach das mit einem Cuttermesser halt so abgeschnitten, dass ich den Rand nicht abkleben musste, sondern einfach die Folie draufgelassen habe. Herum. Folie ab. Dann habe ich hier unten, ich fange oben an, meinen Baufahren. Deckel mache ich einmal runter, sieht gut aus. Nehme ich mir mit erstmal nach oben, ich fange da hinten an. Benutze auch das vom Deckel, gebe es mir einfach hier so auf den Pinsel und bearbeite dann das Bild in tupfenden, reibenden Bewegungen in kleinen Kästchen und bearbeite den Rand hier einmal mit, wo es halt noch klebt. Geht auch direkt aus dem Eimer. Schön einarbeiten. Den Deckel kann ich mir hier als Markierung so grob hinlegen, dass ich weiß, bis wohin ich etwa gearbeitet habe. Und dann arbeite ich mir jetzt mal so einmal das ganze Bild durch. Ihr dürft mir dabei in etwas schnellerem Tempo gerne zusehen. Das glänzt weiß. Das wird natürlich alles wieder perfekt durchscheinend transparent. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es scheint jetzt auch mega die Sonne, aber es funkelt, obwohl das Baufahren frisch aufgetragen ist, immer noch wie ein Affenarsch hier durch. Also das glitzert und funkelt einfach mega. Und das ist für mich der absolute Pluspunkt bei Harzstein. Das glitzert und funkelt, da kann ein Acrylstein nicht mithalten. Aber beim Painten machen sie einen manchmal wahnsinnig. Das kann schon mal passieren, dass sie einfach zusammenkleben und nichts mit sich machen lassen wollen, an der Pinzette hängen, durch die Dosen fliegen. Ja, gut. Das darf über Nacht hier liegen bleiben.
Dann ist es ausgetrocknet. Ich packe derweil meine Reststeinchen weg. Da sind von 260 Farben noch gut was über. Nochmal kurz Zusammenfassung zu dem Bild. Josephine Wall von Diamond Painting Deutschland. Ich verlinke euch gerne den Anfang, das Unboxing. Das Unboxing nicht unbedingt, das ist in dem anderen Video verlinkt, aber ich verlinke euch gerne mein Kitting Up und meinen Start sozusagen hierzu nochmal. Dann werde ich von den 260 Farben die übrigen Steine wegsortieren. Ich habe von allen Farben was übrig, von daher wartet ein bisschen Arbeit auf mich. Und dann nehme ich euch mit ins nächste Motiv mit dem Kitting Up direkt, sobald ich dazu komme. Morgen habe ich Bereitschaftsdienst. Ich hoffe, dass ich das am Mittwoch, wenn ich aus dem Dienst dann komme, schon machen kann. Das Video mache ich heute ab fertig. Hier ist eine Fliege, die geht mir mega auf den Keks, eben gerade schon beim Fixieren. Ja, das Bild 72 mal 90 cm kommt in einen Bilderrahmen, der maß angepasst ist in 72,5 mal 90,5 cm, damit nicht ganz so viel Rand verschwindet. Ich klebe das mit doppelseitigem Klebeband auf die Rückwand. Der Bilderrahmen hat keine Verglasung. Ich verlinke euch hier nochmal das Finish von meinen Kristallherzen. Die habe ich ganz genauso in dem Bilderrahmen fixiert oder gerahmt, wie ich das mit diesem Bild machen werde. Da könnt ihr das nochmal nachschauen. Das nehme ich nicht mit auf. Ich hoffe, es geht demnächst mal wieder ein bisschen mehr, demnächst mal wieder ein bisschen mehr auf meinem Kanal. Aber ich bin im Moment einfach arbeitstechnisch ziemlich eingebunden, dass ich zwar zu meinen Hobbys noch komme, aber es hat alle Zeit, hat dieses Motiv jetzt aufgefressen. Ich habe nachgeschaut. Ich habe es begonnen am 24.07. Beendet hatte ich es gestern am 16.10. Und das, ja, nicht ganz 3 Monate dafür, dass ich berufstätig bin, finde ich, ist völlig okay. Den Timer blende ich euch jetzt mal noch ein. Genau, es stecken über 217 Stunden Arbeit in diesem Bild und das ist echt nicht wenig. Aber es hat sich jede einzelne Minute wirklich gelohnt. Es wird ein Geburtstagsgeschenk. Das Sternzeichen Skorpion steht ja jetzt vor der Tür. Also ist es logischerweise für einen Skorpion, für meine Schwester. Sie weiß aber schon, dass sie das bekommt. Also falls sie das YouTube-Video sehen sollte, kein Problem. Sie ist auf dem Stand der Dinge, wie das aussieht, das Bild und wie weit ich bin. Sie weiß da völlig Bescheid. Von daher ist das völlig nicht schlimm, wenn sie das sieht vorher. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich kann euch ja gerne schon mal rupschen lassen, was als nächstes dran kommt. Als nächstes wird es sehr, sehr, sehr bunt und farbenfroh bei mir. Es kommt wieder ein Diamond Painting mit Herzbild dran. Die Sonne ist jetzt natürlich echt ein bisschen fies. Die Colorful Bubbles. Ich zeige sie euch beim nächsten Mal ganz genau. Jetzt sind ein bisschen weniger Farben. Damit geht es weiter. Einfach mal was Buntes, Leuchtendes. Das ist zwar auch bunt und hat viele Farben, aber ich brauche was Strahlenderes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis bald. Ciao.